So, hallo ihr Lieben, ich bin heute bei Hamburger Steelers und ich habe vor mir den ersten Coach bei Hamburger Steelers, David. Hallo David. Bei Hamburger Steelers spielt unser Profi-Baseballer aus Japan, Kubo-san, und deswegen bin ich hierher gekommen. So, erstmal, wie habt ihr denn Kubo-san überhaupt gefunden? Kubo haben wir gefunden durch einen Spielervermittler, Kodai, ist auch ein guter Freund von ihm. Genau, mit dem war ich in Kontakt, der hat mir dann Kubo-san irgendwann empfohlen. Am Anfang waren wir uns noch ein bisschen unsicher, weil er schon ein bisschen älter ist, aber auch eine richtige Profikarriere schon hinter sich hatte. Dadurch waren wir jetzt uns nicht so sicher, wie fit ist er, aber alle Recherchen haben das ergeben, dass er wohl ziemlich gut ist, dass er so gut immer noch ist, das hätten wir gar nicht erwartet. Mhm. Ja, wie kommuniziert ihr denn mit ihm? Also am Anfang haben wir fast nur mit Google Translator kommuniziert. Mittlerweile wird sein Englisch aber immer besser. Er kann immer mehr verstehen und ja, ich glaube, Baseball oder auch Sport ist das Schöne, ist eine internationale Sache. Das kann man auch manchmal ohne der perfekten Kommunikation, versteht man sich trotzdem ganz gut. Ja, und in Deutschland kennt nicht jeder unbedingt Baseball. Und wie bist du dann selbst zu Baseball gekommen überhaupt? Ich bin zum Baseball gekommen durch meinen großen Bruder. Der hat damals den Film Indianer von Cleveland geguckt oder Major League und hat mich dann da vom Baseball überzeugt. Mhm, sehr schön. Und was hat Kubo-san euch dann so Vorteile gebracht? Ja, also er hat natürlich eine riesen Erfahrung, das natürlich, die er hier an unsere Bundesligaspieler teilen kann, also auch an unsere Kids. Also es ist ein super Pitcher, ein super Mensch und wir haben ganz viel Erfahrung von ihm. Also ich habe auch gehört, dass er sich auch da um die Nachwuchs ganz schön kümmert, ne? Freuen die Kinder sich auch mit ihm zu spielen, oder? Ja klar, also Kubo ist ein Profi und ein Star und die Kinder freuen sich jedes Mal, wenn er hier ist und haben ganz viel Respekt vor ihm und freuen sich immer, wenn sie von ihm was lernen können. Was würdet ihr euch dann noch von ihm wünschen? Ich glaube, Kubo sollte sein Englisch noch ein bisschen verbessern. Und ich habe gehört, er kann nicht so gut kochen, isst immer viel Brot. Also das sind vielleicht zwei Sachen, die er verbessern muss. Okay, ja. Gut, dann habe ich noch eine letzte Frage. Wird er, Kubo-san, 2024 auch wieder für euch Steelers spielen? Also wenn es nach uns geht, auf jeden Fall. Wir wünschen uns, dass er wiederkommt. Wir werden alles tun, dass er sich hier wohlfühlt und wiederkommen möchte. Also wenn er ja sagt, wir werden auf jeden Fall ja sagen. Sehr schön, klingt gut. Dann wünsche ich euch noch viel Erfolg und ich freue mich dann, eure Spiele am Wochenende wiederzusehen. Danke. Dankeschön. Sayonara. Bis dann.